Hey ho! Heute habe ich mal wieder Besuch da. Deswegen kann ich auch was Aufwendigeres grillen. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich habe von dem Verlag Hehl habe ich ein paar Bücher zur Verfügung gestellt gekriegt. Heute nehmen wir mal das kleine Kugelgrillbuch. Also es ist am Anfang, ja, schauen wir mal rein, schöne Erklärung, Technik und Zubehör, was ist ein Kugelgrill, direktes Grillen, also gerade für Anfänger auch sehr interessant. Sind ein paar schöne Sachen drin, richtige Kerntemperatur, da hat man auch eine schöne Kerntemperaturliste drin, also das ist ein geiles Büchlein, ich werde es unten verlinken noch. Und ein Rezept ist mir ins Auge gestochen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Putensteaks Küffermeister. Naja, aber ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht ein bisschen abändern würde. Sprich, ich mache ein großes draus. Gehen wir rüber, legen wir los, da ist alles vorbereitet. So Leute, da haben wir jetzt so ziemlich alles, was wir benötigen. Ich hoffe, ich habe alles da. Die Putenbrust, die werde ich eben nachher komplett aufschneiden und füllen. Die stellen wir dann noch ein bisschen auf die Seite. Anfangen tun wir mit den anderen Sachen, also sprich mit der Füllung. Einmal eine Frischkäsezubereitung. Ich habe hier eine mit Knoblauch genommen. Kann man nehmen, was man möchte. Vorschlagen tun die in dem Buch ein Philadelphia. Na, wo ist mein Messer? Das ist nicht mein Messer. Das ist mein Messer. Dann den Schinkenwürfeln. Die kleine Zwiebel haben sie geschrieben. Ich habe jetzt bloß noch Schalotten da. Tun wir dann auch klein würfeln. Und die Weitrauben, was ihr da seht, tun wir dann auch gleich in halbieren. Ganz einfach nur halbieren. Und dann kommt das Ganze hier mit in die Masse rein. So, ich habe alles hier drin. Die Weintrauben habe ich geviertelt sogar. Die Schalotten klein geschnitten. Und jetzt tun wir das einfach sauber verrühren, dass das eine schöne Masse gibt. Und das ist dann unsere Füllung. So einfach geht es, ja. Naja, ob die jetzt bei diesem Rezept hier den Gedanken gehabt haben, dass da Knoblauch, Frischkäsemasse reinkommt, weiß ich nicht, aber ich habe es halt genommen. Gut. Die Basilikumblätter habe ich draußen gerade frisch gezupft. Die kommen nachher auch gleich in Einsatz. Aber jetzt werde ich erstmal gucken, dass ich das Monster hier irgendwie aufschneid und halbier. Und ich mache zwei Stück draus. Leute, ich mache zwei Stücke draus. So gut einschneiden, wie man halt kann, wie man sich traut. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht komplett durchschneide. Geht auf alle Fälle noch ein bisschen was, dass wir eine richtig schöne große Tasche haben, wo wir auch richtig was ordentlich von der Masse reinstopfen können. Und dann greifen wir mal das zweite Teil hier an. Ja, ich glaube, das sollte uns ausreichen. Dann nehmen wir Gewürz der eigenen Wahl. Ich habe mich fürs Beef Buddy Gewürz, fürs Chicken Run entschieden. Und da würzen wir jetzt erst einmal die Teile innen komplett sauber raus.
so dass es wirklich schön richtig gut gewürzt ist. Weil so eine Putenbrust ist ja auch ganz schön dick, darf man nicht vergessen. Hätte ich dann noch weiter schneiden können. Sapperlot. Schon ist die Tasche ein bisschen größer. Zumachen werden wir das Ganze nachher mit einem Schaschlikspieß oder mit Zahnstochern. Das werden wir nachher gleich sehen. Jo, dann brauche ich einen Löffel. Dann gucken wir mal, dass wir so halbwegs unsere ganze Masse dann rein bekommen. Was ich zwar noch ein bisschen am Bezweifeln bin, weil ich es ja wieder sehr gut gemeint habe. Ja, könnte funktionieren. Dann kann man noch ein bisschen was. Dann kriege ich doch glatt die ganze Masse da rein. Hä? Boah, krasse Sache. Ja, und wer sich jetzt denkt, was ist mit den Basilikumblättern? Richtig. Verdammt. Naja. Die stopfen einfach jetzt noch mit dazu. Blöd gelaufen und vergessen. Aber man kriegt sie so auch noch irgendwie rein. So, weg sind sie. Dann probieren wir die Dinger mal zum Verschließen. Irgendwann muss ich mir jetzt wirklich mal so eine fette Nadel kaufen, wo ich den Garn, wo ich sonst immer einwickel, nehmen kann, um die Dinger richtig zuzunähen. Also das wäre auch mal eine Idee. So. Also im Buch haben sie von Rouladennadeln gesprochen. Die wären vielleicht, wenn es Metall wäre, etwas flexibler. Bei dem Holz muss ich natürlich aufpassen, dass es nicht unbedingt bricht. Geh wieder rein. Aber zur Not brechen wir es einfach ab. Stechen einfach an zweiten Holzspieß dann rein. Also da kann man ganz flexibel sein. So, den stechen wir auch einfach hier mal durch. Gut, weiter geht's gleich. So Leute, die Außenseite tun wir jetzt etwas einölen. Ganz normales Speiseöl. Da müssen wir jetzt nicht übertreiben. Einfach einmal schön einmassieren. Und den anderen auch. Und dann können wir hier außen noch mal ein bisschen unser Gewürz drüber pudern. Dann tue ich das Ganze jetzt noch in Klarsichtfolie einwickeln und zeige es euch gleich nochmal. Da haben wir jetzt die beiden Prachtexemplare, unsere gefüllte Putenbrust. Genau, das Video heißt gefüllte Putenbrust. Die kommen jetzt noch derweil in die Kühlung. Warum? Weil die haue ich erst auf den Grill drauf, wenn mein Rechner wieder läuft. Weil mein Besuch macht mir gerade eine SSD-Festplatte in den Rechner rein. Okay. Leute,
Dazu übrigens mache ich wieder mal meine guten Bacon Crocs. Also einfach Kroketten mit Bacon eingewickelt. Wir sehen uns dann nachher draußen am Grill. So Freunde, wir werden heraußen. Ich habe jetzt ein paar Bacon Crocs gewickelt, also sprich einfach diese Tiefkühlkroketten mit Bacon umwickelt. Schmeckt richtig geil. Und ja, unsere zwei Putenbruststücke, unsere gefüllten, die werden wir jetzt gleich direkt kurz angrillen auf jeder Seite und dann auch in den indirekten Bereich legen. Und die Bacon Crocs sowieso nur im indirekten Bereich. Attacke! Ja, wie gesagt, von jeder Seite kurz angrillen und dann im indirekten Bereich. So, beidseitig angegrillt. Dann legen wir die jetzt auch mit in den indirekten Bereich. Temperaturbereich irgendwas um die 200, 230 Grad. Und liegen lassen bis fertig. So Leute, geraume Zeit später, schauen wir mal rein. Was hat denn das Ding Temperatur? Na, ich glaube 45 Grad sind noch viel zu wenig. 51. Deckel zu, weiter grillen und hier mal wieder weiter aufmachen. Na? Zuletzt war er jetzt auf 150 Grad, also ja, ein bisschen mehr hätten wir gewollt. So Freunde, das erste wäre fertig, das kleine, ich habe gerade Kerntemperatur gemessen. Puh, das nehmen wir jetzt runter, das werden wir uns schön teilen. Und natürlich die Bacon Crocs, die sehen mittlerweile leider etwas dunkler aus, aber egal, dann sind sie schön knusprig. Ja, die waren definitiv zu lang drauf. Definitiv. Hätte ich vielleicht doch vorher runternehmen sollen. Aber können wir jetzt auch nicht ändern. Aber das Wichtige ist ja die gefüllte Putenbrust. Und die werden wir jetzt drüben im Teller anschneiden. Und da Schatzi nicht da ist, übernehme ich die ehrenvolle Aufgabe heute. Den Piekser ziehen wir gleich einmal raus. Brauche ich dir nicht durchsägen. Da ist ja noch einer drin. Verdammt. Oh, geht durch. Na. Das habe ich jetzt ganz vergessen, dass ich da zwei neu habe. Und also ich würde mal sagen, das sieht schon mal lecker aus mit den Weintrauben. Welches Stück willst du, Markus? Nimm da eins. Genau, lass die Füllung bei mir. So, Leute. Jups. Dann nimm da raus, was du magst. Uah. Dazu noch ein bisschen Nappi-Sauce. Ja, und dann kosten wir das Ganze mal. Ich weiß gar nicht, wie ich anschneiden soll. Erst einmal ohne Nappi-Sauce. Ey, das schmeckt gar nicht mal so verkehrt. Also ich würde sagen, das schmeckt sogar richtig gut. Mhm.
Was sagst du dazu? Ja. Sag was, dass die Zuschauer das auch hören. Spitzenklasse. Gut. Dann habe ich ja wieder mal geschafft, einen Besuch zufriedenzustellen. Mein Rechner läuft auch wieder. Also wie gesagt, ich habe das Grundrezept jetzt aus dem der kleine Kugelgrill raus vom Hehlversand. Wenn es interessiert, ich werde das Buch unten verlinken bei Amazon. Und es ist wirklich eine richtig schöne Lektüre. Besonders natürlich geeignet für Anfänger, sage ich jetzt einmal. Aber auch für Fortgeschrittene stehen ein paar nette, interessante Sachen drin. Ja, Leute, und wieder mal pünktlich zum Glockenschlag. Wie spät haben wir es? Oh, wir haben schon wieder 8. Okay, das war's mit diesem Video. Was es im nächsten Video gibt, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ciao. Leute, jetzt hätte ich euch fast die zweite vorenthalten. Boah, geil. Schaut euch dieses Prachtexemplar an. Lecker. Und da ist noch mehr Füllung drin als in der anderen. Yippie! Ja, fertig ist unser Töschchen sozusagen.